Am Anfang schien für viele Menschen in Sachsen die Krise weit weg. Dann haben wir es gespürt, zuerst in Zwickau und in Leipzig oder auch in Dresden und in Chemnitz. Ich bin ja sehr viel im Land unterwegs und ich habe in vielen Gesprächen gespürt, dass die Menschen Angst darum haben, dass ihre Kinder keine Ausbildung abschließen können oder dass auch vielleicht der Arbeitsplatz wegfällt. Und das macht auch mir Sorgen. Aber gleichzeitig sage ich den Leuten, seid zuversichtlich und seid besonnen. Ich treffe viele Unternehmer aus dem Maschinenbau oder der Nahrungsgüterwirtschaft und alle halten an ihren Mitarbeitern fest, weil sie die Qualität dieser Mitarbeiter schätzen und kennen. Und das ist klug und weitsichtig. Kein Mensch weiß gegenwärtig, wann diese Krise vorbei sein wird. Das Einzige, worüber wir sicher sein können, ist, dass diese Krise ein Ende hat. Wir Sachsen haben es immer wieder geschafft. Nach der Wende haben wir unsere Städte aufgebaut, unsere Flüsse sauber gemacht. So sind wir PISA-Sieger geworden. So haben wir letztendlich die Flut 2002 gemeistert. So haben wir heute die niedrigste Verschuldung in Deutschland. Wir Sachsen sind halt Fischerland. Wenn es drauf ankommt, haben wir eine Lösung. Wir müssen besonnen bleiben. Wir müssen unsere Orientierung beibehalten. Um eine solche Krise zu meistern wie diese, ist Orientierung das Wichtigste. Und gemeinsam werden wir das schaffen.